willkommen zu unserer heutigen Session von Börse at Home, Ihrer montäglichen kleinen Lunchpause mit Börsenwissen. Heute haben wir was ganz Besonderes für Sie. Ich freue mich sehr auf Dr. Gerd Kommer, der sich die Zeit genommen hat, Ihnen ein bisschen was zu erklären über die, ich nenne es mal, Nebenwirkungen von Einzelaktieninvestments. Die meisten von Ihnen werden ihn kennen. Dr. Kommer ist einer der renommiertesten Autoren und Spezialisten für passives Investment, hat auch Vermögensverwaltung für Privatkunden, für vermögende Privatkunden gegründet und ist tatsächlich viel gefragter Spezialist eben für das Thema aktiv versus passiv. Und wir haben vor einigen Wochen, das ist Fabienne Lindner und Sonja Schabel und ich, die Organisatoren dieser Reihe, einigen Wochen einen sehr interessanten Blogbeitrag gelesen zu dem Thema, wie schlagen sich eigentlich oder was bedeutet es eigentlich, in eine der beliebtesten Aktien weltweit investiert zu sein, um Ihnen einen Eindruck zu geben, was sind die Nebenwirkungen, was sind die Schmerzen von Einzelinvestments? Und ich übergebe jetzt an Dr. Kommer. Das ist ein Live-Webinar. Das Tolle ist, Sie können Fragen stellen. Sie haben rechts so ein Bedienpanel. Fragen Sie bitte. Ach genau. Und vorweg wollen wir etwas von Ihnen wissen. Haben wir eine Frage an Sie, um ein bisschen so das Gefühl zu bekommen, wer ist hier so bei uns heute? Investieren Sie bereits in einzelne Aktien? Ja oder nein? Ganz kurze. Prima, ja. Ja? Frau Vogt, Sie geben So. mir dann das Kommando, wenn ich Genau, loslegen genau. Wir soll, warten. ja. Wir lassen die Teilnehmer jetzt noch ein bisschen abstimmen. Die Beteiligung steigt gerade noch rasant. Also einfach ganz kurz. Haben Sie schon einzelne Aktien in Ihren Depots oder noch nicht? Ja, und okay. Die Mehrheit hat bereits. Gut, spannend. Also ein bisschen erfahrenere Anleger sind auch dabei. Und hiermit ist die Bühne Ihnen. Vielen Dank, Frau Vogt. Ja, also Frau Vogt hat mich schon vorgestellt. Wir haben vor 2 Wochen etwa einen Blogbeitrag mit dem Titel „Die beste Aktie der Welt“ bei uns auf der Website publiziert. Und wenn Sie das, worüber wir jetzt sprechen werden, heute ein bisschen noch ausführlicher und detaillierter nachlesen wollen, dann googeln Sie einfach meinen Namen, die beste Aktie der Welt noch dazu reinschreiben in die Suchzeile und dann werden Sie den Blogbeitrag bei uns auf der Website auch finden. So, worum geht's? Also die beste Aktie der Welt, das ist natürlich ein reißerischer Titel für einen Blogbeitrag und auch heute für das Webinar, bewusst reißerisch, ne? So ein bisschen im Stil der Investment Pornografie, Finanzpornografie, die auch in vielen Finanzzeitschriften praktiziert wird, ne? Schnell reich werden mit der Börse und Millionen mit Penny Stocks und so weiter. Sie kennen das alles. Also war bewusst sarkastisch und übertrieben gemeint. Die beste Aktie der Welt, lautet der Titel heute, die beste Aktie der Welt gibt es natürlich nicht. Das wäre schön, sondern es gibt viele, viele sehr gute Aktien. Man müsste erstmal definieren, was ist eigentlich die beste Aktie der Welt. Und wenn man die letzten 50 Jahre hernimmt als Beispiel, dann hätte man wahrscheinlich die beste Aktie der Welt, also im Sinne der rentabelsten Aktie der Welt, wäre für jeden Zeitabschnitt, für jedes Jahr fünf, für jedes Jahrzehnt eine andere Aktie. Wir haben einfach dann mal, deswegen, weil man jetzt die beste Aktie sicherlich nicht auswählen kann, ganz pragmatisch gesagt, wir suchen uns die Superstar-Aktien, Superstar-Aktien in Anführungszeichen gesetzt, die Blockbuster-Aktien, wenn man so will, des amerikanischen Aktienmarktes heraus und nehmen dafür eine ganz pragmatische Definition her. Pragmatische Definition ist, diese Aktien müssen über 30 Jahre eine doppelt so hohe Durchschnittsrendite oder kumulative Rendite, doppelt so hohe Rendite haben wie der allgemeine Markt, über 30 Jahre hinweg. Und dieses Kriterium der Superstar-Aktie erfüllen zum Beispiel diese drei Aktien, die Sie jetzt hier in dieser ersten Tabelle sehen, die eingeblendet wurde im amerikanischen Aktienmarkt. Apple, Microsoft und Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway ist das Investmentvehikel von Warren Buffett, dem berühmten Warren Buffett. Und in der zweitrechten Spalte, zweiten Spalte von rechts, ist auch noch die Rendite in diesen drei Zeiträumen, überlappenden Zeiträumen für den gesamten US-Aktienmarkt zum Vergleich abgebildet und ganz rechts sozusagen die Sparbuchrendite, die Rendite des amerikanischen Geldmarktes. Sparbuchrendite, salopp gesagt.
wichtig hier, es sind reale Renditen, also inflationsbereinigte Renditen. Ja, wenn wir die Inflation nicht herausgerechnet hätten, dann wären diese Renditen überall noch höher. So 2 Prozentpunkte, zumindest die langfristigen, wären etwa 2,5 Prozentpunkte noch höher. Und natürlich sind auch hier keine Kosten und Steuern abgezogen. Das sind die reinen Rohrenditen, wenn Sie so wollen. Und heute geht es uns natürlich in allererster Linie um Apple. Ne? Apple, eine von diesen 3 Superstar-Aktien. Apple ist die Aktie, wenn Sie auf der Straße irgendjemanden fragen würden, erste Frage, wissen Sie, was eine Aktie ist? Und wenn die Antwort auf diese Frage ja wäre, dann würde die zweite Frage lauten, von welcher amerikanischen Aktie glauben Sie, dass sie die höchsten Renditen hatte in den letzten 30, 40 Jahren? Dann würden wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, ja, vermutlich Apple oder vielleicht Apple. Deswegen haben wir Apple ausgewählt. Und Sie sehen hier tatsächlich, wenn Sie diese Tabelle betrachten, phänomenal hohe Renditen. Also nochmal, das sind reale Renditen. Also hier ist die Inflation schon rausgerechnet. Über die letzten knapp 40 Jahre, also von Anfang 1981, als Apple gelistet wurde, sein Börsendebüt hatte, sein Initial Public Offering, IPO, vor gut 39 Jahren bis letzten April, April 2020, 14,5% reale Rendite per annum. Microsoft wurde erst ein paar Jahre später, nämlich Anfang 1986 gelistet, deswegen dort für den längeren Zeitraum die bei Microsoft eine Lücke. Für mich auch erstaunlich, als ich das zum ersten Mal alles aufgeschrieben habe, dass die Berkshire Hathaway Aktie, also Warren Buffetts Aktie, über diesen knapp 40-jährigen Zeitraum Apple sogar leicht geschlagen hat. Und Sie sehen also, nicht nur waren diese Superstar-Renditen extrem hoch, sie waren also weit mehr als doppelt so hoch. Sie waren etwa doppelt so hoch wie die des amerikanischen Aktienmarktes. Und eine Sparbuchrendite rechts daneben, ne, ist im Vergleich dazu natürlich mickrig. Und bitte auch den Zinseszinseffekt hier bedenken, von dem Sie alle schon vielfach gehört haben. Also im Sinne von Endvermögen würden solche Renditeunterschiede ganz, ganz unglaubliche Endvermögensunterschiede bei Anlageperioden von 10, 20, 30 Jahren verursachen. So, okay, also soweit, so gut. Jetzt haben wir gesehen, dass diese Superstar-Aktien tatsächlich unglaublich rentabel waren. Und jetzt wollen wir einfach mal sehen, war das irgendwie so ein Spaziergang im Park 40 Jahre lang? Wie einfach wäre es gewesen, solche Aktien schon beim IPO, also bei Apple in dem Fall vor 39 Jahren, zu erkennen, auszuwählen und dann auch langfristig zu halten. Denn wer die Aktie nicht hält, der kann natürlich auch nicht von ihrer Rendite profitieren. Also wir kommen jetzt zur Kehrseite der Medaille, wenn man so will, nämlich zum Risiko dieser Aktien. Und hier picken wir uns nur die Apple-Aktie raus. Bei den anderen beiden Superstar-Aktien werden diese Dinge nicht ganz so extrem, aber wir haben jetzt nur begrenzt Zeit, deswegen schauen wir uns die Apple-Aktie an im Vergleich zum US-Aktienmarkt. Die oberste Zeile hier, also hier geht es nur um Risiko, das wiederhole ich nochmal. Die oberste Zeile hier zeigt den sogenannten maximalen kumulativen Verlust in diesen 39 Jahren, seit Apple als börsennotiertes Unternehmen existiert. Der maximale kumulative Verlust, der wird im Englischen auch Maximum Drawdown genannt. Also wie, wenn ich eine ganz, ganz pessimistische Brille aufsetze, von irgendeinem Peak, von einem Allzeithoch der Apple-Aktie gerechnet, wie viel ist sie maximal in diesen 40 Jahren eingebrochen, abgestürzt? Maximal. Und das war im Falle von Apple im Dezember 1997 83%. Also einige Jahre vorher stand Apple weit, weit höher und brach dann um in der Spitze 83% ein. Erholte sich dann wieder so ein bisschen, dann kam schon der Dotcom-Crash, dann ging es wieder nach unten. Aber wie gesagt, innerhalb dieser 40 Jahre war es zum schlimmsten denkbaren Zeitpunkt, wenn man zum ungünstigsten Zeitpunkt gemessen hätte, minus 83%. Ne? Das ist eine ordentliche Hausnummer. Also das ist Achterbahn hoch 10.
Im Vergleich zum US-Aktienmarkt, da gab es natürlich auch in diesen 40 Jahren auf und ab und sehr viel ab auch zwischendurch, war das da beim amerikanischen Aktienmarkt insgesamt, also einem breit diversifizierten Indexfonds-Investment, könnte man machen, im amerikanischen Aktienmarkt war dieser Drawdown, dieser kumulative Verlust nur 50%, 52%. So, und jetzt die nächste Frage war, wir schauen uns ja hier 40 Jahre an. War dieses Risiko von Apple vielleicht konzentriert nur in den ersten 10 Jahren, in den ersten 20 Jahren, weil die Renditen, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen, von Apple, vor allem in den ersten 20 Jahren überhaupt nicht so toll waren und in 40 Jahren. Nein, das Risiko von Apple als Superstar-Aktie war eigentlich immer exorbitant hoch, die ganzen 40 Jahre. Und Sie sehen das hier. Die unteren Zeilen zeigen einfach auf Monatsrendite-Basis, wie innerhalb von 24 Monaten rollierend die schlechteste 24-Monats-Rendite ausgesehen hat. Und die vier Zeilen zeigen also sozusagen vier verschiedene Jahrzehnte. Das letzte Jahrzehnt ist nicht ganz 10 Jahre lang, nur 9 Jahre lang. Und Sie sehen also, relativ zum Gesamtmarkt war Apple immer risikoreicher, und zwar viel risikoreicher, obwohl Apple fantastische Renditen hatte. Und hier ist eine Rückfrage zu dieser Grafik, also zu dieser Tabelle. Meinen Sie mit dem US-Gesamtmarkt den S&P 500? Also woran wird der gemessen? Gute Frage, Frau Vogt. Ja. Also S&P 500 ist häufig der Marktindex, der Aktienmarktindex, der sozusagen als der US-Gesamtmarkt gesehen wird, kann man so sehen, ist streng genommen nicht ganz korrekt. Wir haben hier einen noch breiteren Index hergenommen, den CRSP 1 bis 10, völlig obskurer Name, das ist so ein akademischer Aktienindex, der tatsächlich alle amerikanischen Aktien abdeckt, auch die Nebenwerte, die Small Caps, die nicht im S&P 500 drin sind. Also der amerikanische Aktienmarkt hat ungefähr 5000 Aktien und im S&P 500 sind eben nur die 500 größten enthalten, die 4500 kleineren, die vergleichsweise kleine Marktkapitalisierung haben, fehlen dort. Aber in dieser Tabelle hier rechts, da ist wirklich der echte US-Aktienmarkt, der Gesamtmarkt gemeint, also nicht der S&P 500. Die S&P 500-Renditen wären allerdings sehr ähnlich, das muss man auch sagen. So, und die zweite Zeile von oben, da vielleicht noch ein ganz kurzes Schlaglicht, bevor wir dann weiter vorangehen, ist die sogenannte Volatilität, also diese Risikokennzahl hören Sie ja auch häufig in der Börsenberichterstattung, also die Renditeschwankungen, die Intensität der Renditeschwankungen nach oben und unten, also positive Schwankungen nach oben, wenn die Rendite steigt, negative Schwankungen, wenn es Verluste gibt. 20% ist normal für eine Aktie, 20-25%, aber Apple hatte bei den, das ist hier gemessen an Jahresrenditen, eben eine doppelt so hohe Renditeschwankung wie eine normale Aktie, und im Vergleich zum diversifizierten, also breit gestreuten, diversifizierten Aktiengesamtmarkt hatte Apple eine dreimal so hohe Volatilität. Ne? Und das ist halt einfach extrem. Das ist Achterbahn, 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 wo es einem wirklich sehr schlecht werden kann. Volatilität ist abstrakt, aber hier diese kumulativen Drawdowns, die roten Zahlen, die Sie sehen, die geben Ihnen halt eine Vorstellung, was bedeutet das, wenn Sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt nahe eines Allzeithochs von Apple eingestiegen sind, dann kann es eben in jedem dieser Jahrzehnte, konnte es sein, fast jedem dieser Jahrzehnte, dass Sie bis zu 70% und mehr Kursverlust erlitten haben. Und wenn Sie dann verkaufen, dann realisieren Sie diesen Kursverlust auch. Und mir ist auch immer wieder wichtig, der Vergleich zum Gesamtmarkt. Ne? Nehmen wir jetzt mal die letzten rund 10 Jahre, die liefen, und das schließt auch schon so ein bisschen Corona mit ein, bis Ende April. Wie gesagt, das sind Renditen über 24 Monate, nicht monatliche Renditen, sondern sozusagen kumulative Renditen über 24 Monate. Und auch da, auch in den letzten 2 Jahren, war Apple, wenn Sie so wollen, doppelt so schlecht wie der Aktiengesamtmarkt. Also es ist nicht so, dass
dieses Risiko in einer bestimmten Dekade für Apple besonders hoch war, sondern es war immer höher als die des Gesamtmarkts. Nehmen Sie die dritte Zeile von unten, ne, das goldene Aktienjahrzehnt, die 90er Jahre. Da gab es natürlich auch Auf und Ab. Und wenn Sie Risiken betrachten, wie wir das hier tun, gab es auch im Gesamtmarkt schlechtere Phasen. Aber der schlechteste Zwei-Jahres-Zeitraum, der schlechteste Zwei-Jahres-Zeitraum in den 90er Jahren war für den Gesamtmarkt plus 4%. Also leicht positive Rendite über 24 Monate, aber für Apple minus 71%. Also das ist schon Stomach-Turning, ne? Das dreht einem den Magen um, wie die Amerikaner sagen würden. So, jetzt schauen wir uns mal eine Grafik an, die Kursveränderungen im Sinne von Gesamtrendite, da sind also Dividenden schon mit drin, in diesen 39 Jahren, während Apple als börsennotierte Gesellschaft existierte, abbildet. Also das, die rote Kurve hier ist Apple. Bitte beachten, dass das eine logarithmische Skala ist, die vertikale Skala. Also hier werden sozusagen bei einer logarithmischen Skala sehen Sie die Ups and Downs, die Aufs und Ups viel besser, vor allem auch in der linken Hälfte am Beginn des Zeitraums, als das bei einer konventionellen Skala der Fall wäre. Bei einer konventionellen Skala würde es nämlich auf der linken Seite, also bei langen Zeiträumen wie hier, das sind 40 Jahre, würde es die prozentualen Veränderungen zusammendrücken. Das ist so eine mathematische Folge von sogenanntem exponentiellen Wachstum. Aber hier haben wir eine Skala gewählt, eine exponentielle Skala, Entschuldigung, logarithmische Skala, die diesen visuellen Fehler nicht hat. Also Sie brauchen nur mit der Skala links zu vergleichen, dann sehen Sie, um wie viel sozusagen hier die Apple-Aktie in einem bestimmten Zeitraum eingebrochen ist, wenn es runterging oder gestiegen ist und wie das aussieht im Vergleich zum US-Gesamtmarkt, Gesamtaktienmarkt. Und erste Feststellung, wenn ich diese beiden Kurven anschaue, ja, beides schwankt. Klar, aber und beides geht langfristig nach oben, von links unten nach rechts oben. Aber Apple schwankt brutal im Vergleich zum Gesamtmarkt. Und so, das ist die erste Schlussfolgerung, ne? Also vor allem in den ersten 25 Jahren war Apple also wirklich, ich habe vorhin diesen englischen Begriff Stomach Turning, also es hat ihnen den Magen umgedreht, wenn sie diese Aktie gehalten hätten. Kurzzeitig immer phänomenale Renditen, aber dann ging es wieder nach unten und so weiter. Und wenn Sie die Nulllinie betrachten, ne, das ist da, wo der Index links bei 1,0 steht, 1,0, das ist ja Ihr sozusagen eine Geldeinheit, wenn Sie so wollen, die Sie am Anfang investiert hätten von den 39 Jahren, Anfang 1981, immer, wie gesagt, reale Renditen, ja, Inflation schon rausgerechnet, dann dauerte es bei Apple 20 Jahre, also Sie sehen, so ungefähr im Jahr 2002, muss jetzt auch ganz genau hinschauen, nähert sich die rote Kurve wieder der 1,0, der Ebene 1,0 an. Und erst ab ungefähr 2002 stieg Apple endgültig nach oben und verließ, wenn Sie so wollen, die Nulllinie. Vorher, also bis 2002, hatte Apple real in den 20 Jahren davor, 23 Jahren sogar, eine reale Nullrendite. Ja, eine der besten Aktien der Welt. Dazwischen extremes Risiko. Dritte Schlussfolgerung, den Gesamtmarkt, den US-Gesamtmarkt, holte Apple erst ungefähr 2005 ein, ne? Da wo die beiden Kurven, die rote und die blaue Kurve, sich ungefähr im Jahr 2005, ich sehe es jetzt nicht ganz genau, die Grafik ist so klein und so weiter. Erst dann holte Apple endgültig den US-Gesamtmarkt wieder ein, über den Gesamtzeitraum von 25 Jahren und ließ den Gesamtmarkt hinter sich für jemanden, der beim Apple-Börsengang Anfang 1980 investiert hätte. So, oder Entschuldigung, Anfang 1981. Und
25 Jahre lang haben Sie also mit Apple, mit dieser Superstar-Aktie, nur die Rendite gehabt, die ersten 25 Jahre nur die Rendite des US-Gesamtmarktes. Und danach ging es natürlich gigantisch nach oben. Jetzt muss ich nochmal auf meine logarithmische Skala zurückkommen. Wenn Sie hier, was hier betrachtet wird, im Grunde genommen ist, wenn jemand vor 40 Jahren einen Dollar investiert hätte oder eine Geldeinheit in Apple-Aktien, dann hätte er aus dieser einen Geldeinheit nach 39 Jahren real, also Inflation schon abgezogen, über 200 Geldeinheiten verdient. Na, Sie sehen das an der vertikalen Skala. Also sein Vermögen verzweihundertfacht. Verzweihundertfacht. Also das ist eine gigantische Rendite. Und wir haben dann mal, also und das hat, Sie haben es ja vorhin am Anfang gesehen, nur zwei, drei, vier Aktien in den letzten 40 Jahren haben in den USA, vielleicht auch weltweit, diese unglaubliche Rendite gehabt, die sie bei 10.000 Dollar oder sowas zum viel waren Millionär gemacht hätte. So. Und jetzt, wie wahrscheinlich war es, das ist so ein bisschen eigentlich die Hauptaussage dieser Beschäftigung mit dieser Superstar-Aktie, wie wahrscheinlich war es, dass ein Anleger 1981 Apple beim IPO, beim Börsengang, gekauft hat und fast 39, 40 Jahre gehalten hat. Wie wahrscheinlich war das? Ich glaube, extrem unwahrscheinlich, weil die ersten 25 Jahre eigentlich eine enttäuschende Story waren. Schlechtere, im Prinzip schlechtere oder je nachdem, wie man rechnet, nicht bessere Rendite als der Gesamtmarkt bei viel höherem Risiko. Zwischendurch war Apple zweimal nahezu pleite. Das haben wir jetzt alle schon vergessen. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von Ihnen die Biografie von Steve Jobs gelesen, dem früheren verstorbenen Vorstandschef von Apple und auch einem der Gründer von Apple. Der wurde bei der ersten beim ersten Nahtoderlebnis Mitte der 80er Jahre, das sehen Sie in der roten Kurve, rausgeworfen für ein paar Jahre, weil er vom Markt, von der Börsengemeinschaft als der Schuldige, der das Desaster verursacht hat oder zu verantworten hatte, gesehen wurde. 70, 80% Kurseinbruch. Damals wurde gefragt, kann Apple überhaupt langfristig überleben? Apple galt als konkursgefährdet. Und erst viele Jahre später wurde Steve Jobs dann wieder neu eingestellt vom Aufsichtsrat von Apple und ja, heute ist er Legende, das wissen wir alle, und hat Apple zu dem gemacht, was es heute dann ist. Aber es war eben nicht immer so. Und wir haben versucht herauszufinden, ob es in der Public Domain, in der öffentlichen Informationssphäre Informationen gibt, Daten gibt, die belegen, dass irgendjemand die Apple-Aktie, ein einzelner Anleger, die Apple-Aktie wirklich diese ganzen 39 Jahre gehalten hat. Und wir haben nichts gefunden. Also es gibt so ein paar Zeitungsartikel, die darauf hindeuten, dass es irgendjemand gibt in den USA, der 35 Jahre lang, also seit 35 Jahren die Apple-Aktie hält, aber nicht seit dem ursprünglichen Börsengang. Und es ist auch nicht klar, ob das alles stimmt. Ne? Das sind Geschichten, wo Leute interviewt werden, die Größe dieser Position wird auch nicht angegeben, und so weiter. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Quintessenz, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass irgendjemand auf diesem Planeten existiert, ein Privatanleger, bitte, das meine ich damit, Privatanleger, der Apple tatsächlich 1980 oder kurz danach gekauft hat und diese Aktie seitdem gehalten hat, nie verkauft hat und so weiter. Und das ist sozusagen meine Message heute. Einzelaktien, selbst Superstar-Aktien, die besten Aktien der Welt, sind, wenn man einen nennenswerten Teil seines Vermögens investiert, wenn ich natürlich nur ein Hundertstel meines Vermögens investiere, okay, dann bin ich ja definitionsgemäß stark diversifiziert, weil ich die anderen 99% in irgendwas anderes investiert habe. Dann macht natürlich so ein großes Risiko spielt keine so große Rolle. Aber wenn ich einen nennenswerten Teil meines Vermögens in eine einzelne Aktie investiere, dann kann das und wird das im Laufe der Zeit brutalst
Erlebnisse, Emotionen, also emotionale Achterbahn verursachen, und Apple ist ein Beleg dafür. Wie kann man das ganze Thema vermeiden oder adressieren und trotzdem in Aktien investiert sein, in der ertragreichsten Assetklasse, die es gibt und in die wir alle investieren sollten, wenn wir was für unsere Vermögensbildung und Altersvorsorge tun sollten? 90% der Deutschen haben keine Aktien und das wird in der Zukunft ein Problem sein. Stichwort Altersvorsorge, gesetzliche Rente und so weiter. Wie kann man das Problem des großen Risikos von Aktien, von Einzelwerten lösen? Ja, indem ich breit streue. Breit streue. Und das geht heute besser als jemals zuvor mit Indexfonds, mit ETFs. Ich kann also den gesamten US-Aktienmarkt, so wie er hier mit der hellblauen Kurve abgedeckt wird, oder sogar noch breiter, den gesamten Weltaktienmarkt in einem Produkt ganz einfach mir ins Depot holen. Zu minimalen Kosten, ganz, ganz bequem. Und ich kann dann einfach mal lernen als Privatanleger über ein paar Jahre lang, was bedeutet das eigentlich, Aktienrisiko und Aktienchance natürlich. Mit Stoßdämpfer sozusagen, nämlich dieser Diversifikation, dieser Streuung. Sie sehen ja auch die blaue Kurve, die hellblaue Kurve geht manchmal noch, wenn Dotcom-Crash ab 2000 etwa oder große Finanzkrise ab 2000, Ende 2007 und jetzt wieder Corona. Selbst in den globalen Aktienmarkt geht es natürlich ab und zu mal runter, aber nie so weit wie bei einer einzelnen Aktie. Und fast noch wichtiger, denken Sie jetzt zum Beispiel an Wirecard. Das ist uns jetzt alles allen, die hier im Webinar sind, wahrscheinlich sehr, sehr gut bewusst. Natürlich kann ja der globale Aktienmarkt auch um 50% einbrechen und das hat er in den letzten 100 Jahren auch mehrfach getan. Aber der globale Aktienmarkt kommt definitiv zurück, der kann nicht pleite gehen. Wir reden hier über 200 Staaten, die Weltwirtschaft, 10.000 Unternehmen, die können nicht pleite gehen. Vorher muss die Menschheit sozusagen verhungern. Solange Menschen auf diesem Planeten leben und essen und trinken müssen und irgendwo leben müssen, wohnen müssen, von A nach B kommen müssen, wird es die Weltwirtschaft geben. Unternehmen geben, die diese Produkte und Dienstleistungen, die Menschen konsumieren müssen, um zu überleben, herstellen. Und deswegen, die Weltwirtschaft kann nicht pleite gehen. Einzelnes Unternehmen kann pleite gehen. Entweder selbst verschuldet oder durch externe Effekte, nicht vom Unternehmen zu kontrollierende Effekte, aber nicht der globale Aktienmarkt. Und deswegen ist die Lösung für die meisten Privatanleger breit streuen. Und dann, wenn ich mich Wenn ich genug Selbstvertrauen und Erfahrung habe mit einem breit gestreuten Investment, kann ich immer noch sagen, okay, ich ergänze das jetzt noch mit einzelnen konzentrierten Einzelwertinvestments. So, jetzt bin ich so ein bisschen am Ende meines langen Monologes angekommen und vielleicht können wir jetzt einfach noch ein bisschen in die Frage- und Antwortrunde einsteigen. Ich habe dann auch direkt mal selbst eine Frage. Wie gehe ich denn dann damit um, wenn ich mich in eine Einzelaktie verliebt habe? Also gibt es ja öfter, Leute fahren Tesla und wollen dann unbedingt auch Tesla in ihrem Depot haben, weil sie das Auto so cool finden. Wie gehe ich mit sowas um, wenn ich jetzt am Anfang meiner Anlegerkarriere bin? Sehr gute Frage, ne? Also im Grunde genommen könnte man sagen, im Investieren im Allgemeinen. Und das geht nicht nur für Aktien, das geht selbstverständlich auch für Immobilien. Also zumindest, wenn man Immobilien als Investment betrachtet und nicht sozusagen als Leidenschaft für selbstgenutzte Immobilien, meine Traumwohnung und so weiter, das meine ich jetzt nicht, sondern Vermietungsimmobilien. Gilt für Gold, Rohstoffe, Anleihen natürlich und die ganzen, oder auch Sammlerobjekte und die ganzen Untergliederungen. Ne? Ich kann ja Aktien in 50 verschiedene Spezial-Asset-Klassen aufteilen, große Aktien, kleine Aktien, amerikanische, deutsche, bla bla bla. Emotionen kann ich nur sagen, Frau Vogt, sollten theoretisch im Idealfall völlig draußen bleiben. Ne? Mhm. Natürlich sind wir Menschen und keine Maschinen. Und wenn jemand Tesla gut findet, also einfach als tolles Auto, wunderschönes Konsumgut, E-Mobilität, vielleicht eine kleine Antwort auf die Umweltprobleme, die es auf dem Planeten gibt und Elon Musk als total coolen CEO und so weiter. Kann ich gut verstehen, aber dann sollten Sie wirklich nur einen kleinen Teil Ihres Vermögens, ein bisschen Spielgeld könnte man fast sagen, in diese Einzelaktie investieren
und dabei irgendwie Entertainment und vielleicht Geld verdienen miteinander verbinden. Wenn Sie es gut anstellen, dann werden Sie damit Geld verdienen. Aber bitte nicht Ihre Altersvorsorge auf Tesla setzen. Und schon gar nicht die Altersvorsorge Ihrer Familie. Wenn Sie alleinstehend sind, sind Sie niemandem Rechenschaft schuldig mit dem Geld, aber Ihr Partner und Ihre Kinder, wenn es die gibt, dann die finden es vielleicht nicht so lustig, wenn sowas geschieht wie jetzt mit Wirecard. Und es muss nicht immer ganz so dramatisch ausgehen, um böse weh zu tun. Ja. Dann gibt es hier einige Fragen. Eine Anmerkung, was halten Sie davon? Da sieht jemand Amazon auch als Superaktie. Amazon ohne Zweifel auch. Amazon ist deswegen nicht Gegenstand letztlich dieses Blogbeitrags gewesen und der Tabellen, weil Amazon einfach noch nicht so lange, also keine 30 Jahre existierte, als börsennotiertes Unternehmen jedenfalls nicht. Und das war halt unser Kriterium. Amazon hätte wahrscheinlich, da muss ich jetzt auch ein bisschen aus dem Bauch, aus der Hüfte schießen, Entschuldigung, in den letzten 10 Jahren, 20 Jahren wahrscheinlich Apple outperformed. Aber bitte mich da jetzt nicht drauf festnageln. Ich habe es nicht nachgerechnet. Ich sage es jetzt nur aus der Intuition raus. Amazon ist ein fantastisches Unternehmen, sehr, sehr hoch bewertet, im Unterschied zu Apple übrigens. Amazon hat vor ein paar Wochen, als ich zuletzt hingeschaut habe, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV gehabt von über 100. Normal ist 15, ne? Also mit anderen Worten, nach dieser Kennzahl war Amazon sechsmal höher bewertet als, sagen wir mal, der langfristige Durchschnitt von Unternehmen, eine normale Bewertung ist. Und wenn Sie jetzt so eine Aktie wie BMW, den Automobilhersteller, hernehmen würden, BMW ist unter 15 bewertet, also da können Sie mal sehen. Und eine sehr hohe Bewertung, wie jetzt bei Amazon oder Facebook, bedeutet theoretisch gesehen, ne, aber das muss sich nicht materialisieren, dass auch eben eine Möglichkeit besteht zu einer deutlichen Kurskorrektur. Gibt es bei allen Aktien, Wirecard war ja gar nicht zum Beispiel so hoch bewertet, also weit, weit nicht so hoch bewertet wie Amazon zum Beispiel. Ja, ich weiß ja nicht, ob ich Ihre Frage beantwortet habe, Frau Vogt. Ja, hier ist noch eine Bitte von einem Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass ETFs in den allermeisten Fällen Indizes abbilden, aber bei weitem nicht alle Indexfonds ETFs seien. Genau, ja, also das ist ein guter Punkt, ne? Indexfonds, um das mal bildhaft zu sagen, könnte man, wenn man in Kategorien von Tieren denkt, als die Kategorie Säugetiere, die ganz oben steht, ne? Unterhalb der Kategorie Säugetiere gibt es natürlich Löwen, Nilpferde, Wölfe und andere Säugetiere, und ETFs sind in diesem Bild gesprochen eine Art von Indexfonds. Indexfonds ist die Säugetierkategorie, darunter gibt es ETFs, ist eine Form von Indexfonds, allerdings die einzige, die im deutschen Retailmarkt, im Privatanlegermarkt für Direktanleger verfügbar ist. Es gibt keine anderen Indexfonds in Deutschland, aber wenn Sie in Amerika leben würden, als Beispiel, könnten Sie zum Beispiel in einen S&P 500 ETF-Indexfonds investieren, oder Sie könnten genau das Gleiche tun über einen sogenannten klassischen Indexfonds, einen nicht börsennotierten Indexfonds. Beides sind Indexfonds, klassische Indexfonds und ETFs, aber in Deutschland für Privatanleger gibt es eigentlich nur ETFs. In der Schweiz könnten Sie auch zum Beispiel klassische Indexfonds kaufen. Merkt jemand an, sollte man nicht unterschätzen, dass man beim Investment mit einzelnen Aktien lernen kann, was einem dann hilft, die Emotionen im Griff zu halten, dass man nicht in der Krise sein ETF-Portfolio zu günstig verkauft. Also können wir uns ja erinnern, im März, als die Kurse so drastisch gefallen sind, wie ich das selbst auch noch nicht erlebt habe, haben ja auch ganz viele Leute einfach gesagt, oh, ich muss jetzt alles verkaufen. Und da war jetzt die Idee eines Teilnehmers, dass man eben durch Einzelaktien, durch die Emotionen, durch die starken Schwankungen am ehesten noch lernt, mit solchen Situationen umzugehen. Was halten Sie davon? Also ich halte sehr, sehr viel von Lernen, ne? In Aktien investieren ist eine Tätigkeit, ist sowieso ein Prozess, wie fast alles im Leben, ist nur nicht eine einmalige Entscheidung. Ein Prozess, ein Lernerlebnis, das sich über lange Zeit hinzieht und bei dem man sehr, sehr viel lernen kann. Ob ich jetzt Tango tanze oder koche, ne, also ein wirklicher Meister werde ich nicht am Tag 1, sondern über einen langen Zeitraum hinweg, wenn ich bewusst lerne. Und natürlich kann man das über Einzelaktien
Sehr, sehr gut, vielleicht sogar in einer gewissen Weise besser als noch mit ETFs. Aber gleichzeitig muss halt gewährleistet sein, ich werde mit diesem ETF nicht, Entschuldigung, mit dieser Einzelaktie nicht ein Drittel meines Vermögens verwetten, auf gut Deutsch gesagt. Und bitte glauben Sie nicht, dass Sie alles über eine Aktie wissen können, ne? Und Apple ist ein gutes Beispiel dafür. Auch 1980, als Apple an die Börse ging, gab es schon die Personalcomputer-Hype, hieß es damals noch. Das war noch gar nicht, das war nichts mal Neues. Apple kam nicht aus der Versenkung. Apple war ein hippes, Entschuldigung für die Sprache, geiles Investment schon 1980 und trotzdem hat es eigentlich nicht wirklich funktioniert. Die tolle Apple-Story begann erst ungefähr um 2005 oder je nachdem, wie man rechnet. Und deswegen einfach sozusagen Schadensbegrenzung, indem ich immer nur, wenn ich in einzelne Aktien investiere, einen sehr kleinen Teil meines Investments da rein investiere. Jetzt muss ich bei mir den Strom einschalten. Ich bin auf Batterie bei dem Computer. Eine Sekunde bitte. Aber wir können gleich weitermachen. Verena, würdest du mal kurz kommen? Ich würde dann kurz eine Frage beantworten, die an uns geht. Okay, komm, komm. Warum die Deutsche Börse Wirecard nicht aus dem DAX wirft, da kann ich was zu sagen. Das ist einfach, es gibt feste Regeln über die Indexzusammensetzung. Das ist wichtig und gut, damit alle wissen, wie diese Indizes zusammengesetzt werden. Und da gibt es auch feste Termine und natürlich werden diese Regeln auch immer wieder überprüft, aber man kann eben nicht ad hoc mal eine Regel ändern. Damit wäre keinem geholfen. Und das ist genau der Grund, weshalb jetzt auch zum ersten Mal ein Konzern, der Insolvenz angemeldet hat, noch Genau, Bestandteil eines Indizes ist. Das als Hinweis dazu. Und ich denke, das ist sehr nachvollziehbar, dass es für den Gesamtmarkt extrem wichtig ist, da eine Verlässlichkeit und eine Transparenz der Regeln zu haben. Aber jetzt kommt nochmal Fragen an Sie, Herr genau, Kommer. ja. So. Moment. Entschuldigung für die schlechte Bild jetzt im Moment. Kommt gleich wieder. Ja. Also unterstützen Sie dann quasi den Standpunkt von Warren Buffett, dass bei keinem bis wenig Wissen ein Indexinvestment das Beste sei, aber bei Motivation, Wissensaufbau und Analyse könnte der Fokus auf bis zu 10 Einzeltitel mehr Rendite schaffen. Auch ohne Glück. Das ist so eine etwas längere Frage zusammengefasst. Also ich persönlich bin sehr skeptisch, ob es nach Kosten dauerhaft also verlässlich genug einem Privatanleger gelingen wird, nach Kosten und eigentlich auch nach Steuern ein passives Investment zu schlagen, weil es einfach aus der Sicht der Wissenschaftler gibt es Forschung aus den letzten 60 Jahren und vieles davon wird in meinen Büchern dargestellt eigentlich, die erste Hälfte der Bücher geht nur, fast nur über diese Forschungsergebnisse. Und diese Forschung sagt, dass es extrem starke Evidenz dafür gibt, dass korrekt gemessen, das ist auch so ein bisschen eine Frage, wie messe ich Rendite, wie vergleiche ich sie und so weiter, es außerordentlich wenigen Investoren gelingt, also eine korrekte Benchmark zu schlagen nach Kosten und Risiko und so weiter. Und das hat nichts, das muss ich jetzt mal ganz, ganz klipp und klar sagen, mit Intelligenz und IQ zu tun. Absolut nicht. Also das sagt auch übrigens Warren Buffett, da gibt es berühmte Zitate von ihm, also abgesehen von die vier Grundrechenarten beherrschen und ein bisschen Prozentrechnen, das reicht schon. Also es braucht andere Dinge, um ein guter Investor zu werden. Nicht IQ, es braucht harte Nerven, braucht Demut auch, Geduld, Disziplin, harte Arbeit und so weiter. Und deswegen glaube ich, für die aller, auch die Fähigkeit, seine Emotionen zu kontrollieren. Und deswegen denke ich, dass die meisten Menschen besser bedient sind mit breit diversifizierten Investments. Und vielleicht, wenn man einfach Interesse an dieser ganzen Geschichte hat, also gerne sich mit Aktien beschäftigt, gerne sich mit den Märkten beschäftigt, etwas über Unternehmen lernen möchte, dann ja, aber nur kontrolliert mit kleinen Dosen. Ne? Also sozusagen die Altersvorsorge breit gestreut investieren in Aktien und dann kann ich ja noch meine drei, vier Lieblingsaktien und fünf oder wie auch immer auswählen und da halt
je nach individueller Vermögenssituation 1.000 Euro, 10.000 Euro oder sowas investieren, aber eben nicht die Altersvorsorge der Familie. Und wenn ich nach 20 Jahren auf der Basis zu dem Schluss gekommen bin, meine einzelnen Investments, Aktieninvestments, meine 5 Stockpicking-Aktien, egal welche das waren, muss ja nicht die gleiche sein, 20 Jahre lang, mit denen habe ich über 10, 20 Jahre lang, aber unter 10 Jahren brauchen sie eigentlich zu mir gar nicht kommen, weil ich das dann nicht ernst nehmen werde, Entschuldigung, den Markt nach Kosten, nach Steuern und auch ein bisschen bei Berücksichtigung von Risiko deutlich geschlagen, dann könnten Sie vielleicht mal hergehen und sagen, okay, ja, jetzt schalte ich mal einen Gang hoch im Sinne von, wie viel Geld ich in dieses Stockpicking investiere. Mhm. Aber schlussendlich muss dann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Hier kommt noch eine Frage zum hohen Währungsrisiko bei den gängigen ETFs. Wie bewerten Sie das? Mhm. Das ist meines Erachtens, mit Verlaub gesagt, ein Denkfehler. Bei ETFs muss man, also nach meiner Erfahrung verwechseln viele Anleger die sogenannte Berichtswährung des ETFs mit einem Währungsrisiko. Was meine ich damit? Wenn Sie zum Beispiel den MSCI World hernehmen, das ist ein bekannter globaler Aktienindex, der in 1600 verschiedene Aktien investiert aus den Industrieländern, nicht Schwellenländer, auch keine Nebenwerte. Aber 1600 Aktien ist schon sehr, sehr breit gestreut. Deckt 75% des globalen Aktienmarktes etwa ab. In diesem globalen Aktienindex sind natürlich Unternehmen wie Apple, Apple ist ja sowieso das zweitgrößte börsennotierte Unternehmen der Welt, größte ist Saudi Aramco, die saudi-arabische Ölgesellschaft, sind Apple drin und viele. Und all diese Unternehmen haben exportieren, haben Kosten und Erlöse in allen möglichen Ländern. Ich glaube, Apple hat weniger als 50% seines Umsatzes in den USA. Die anderen 50% werden von Apple außerhalb der USA geschafft, erzeugt, vereinnahmt, und die Apple-Produktion ist sowieso fast ausschließlich außerhalb der USA. Und also die Kosten von Apple. So. Und jetzt muss ja dieser Index, ob der jetzt MSCI World heißt oder S&P 500, in einer Währung angegeben werden, gerechnet werden, und das ist die Berichtswährung. Aber diese Berichtswährung, die hat wirklich mit dem realwirtschaftlichen Währungsrisiko und Aktienrisiko hier überhaupt nichts zu tun. Sie können ja zum Beispiel den MSCI World ETF in Dollar kaufen, in Euro, in Schweizer Franken, in Yen, gibt's alles. Wenn Sie das in Ihrem deutschen Depot halten und in Euro rechnen, ist die Rendite, die bei Ihnen im Portfolio in Euro gerechnet ankommt, in jedem dieser Fälle die gleiche, egal ob das ein Schweizer Franken MSCI World ETF ist, also die Berichtswährung Schweizer Franken ist, oder ein Dollar MSCI World Dollar ETF oder Euro oder Yen oder sonst was. Und das Gleiche würde auch für den S&P 500. Da gibt es solche mit Berichtswährung in Dollar und solche mit Berichtswährung in Euro. Das hat nichts mit Hedging zu tun. Das Risiko ist immer das Gleiche. Also die Berichtswährung ist irrelevant. Dass Sie natürlich, wenn Sie in einen amerikanischen Small-Cap-Aktien-ETF investieren, der nur in amerikanische Nebenwerte, die hauptsächlich in den USA ihr Geschäft abwickeln, weil sie eben nicht so groß sind wie die Apples dieser Welt, da haben Sie natürlich ein gewisses Währungsrisiko, das stimmt. Aber bitte nicht Wechselkursrisiko mit Berichtswährung des ETFs verwechseln. Dann gibt es hier eine Frage, MSCI World versus FTSE World. Ja. Machen Sie da Unterschiede? Gibt es da, kann man da sagen, dass einer besser wäre als der andere? Ja. Also es gibt einen Index, vielleicht ist der gemeint, der FTSE All World Index. Genau, ja. Mhm. Ja. Der ist in der Tat ein weit breiter gestreuter, also deutlich breiter gestreuter globaler Aktienindex als der MSCI World. Der MSCI World ist halt der bekannteste globale Aktienindex, deckt aber, wie gesagt, nur in Anführungszeichen 75% des globalen Aktienmarktwertes ab. Fußnote Deutschland, der DAX, ich weiß nicht, 4% oder 3%. Also Deutschland hat einen relativ unbedeutenden Vergleich zu anderen Ländern Aktienmarkt. So, und der FTSE All World Index, FTSE All World Index, der deckt über 90%, 93%, glaube ich,
des globalen Aktienmarktes ab. Er schließt nämlich auch Schwellenländer mit ein und er schließt auch kleinere Aktien, also Mid-Caps, mittelgroße Aktien und zum Teil auch kleine Aktien mit ein. Und das tut halt der MSCI World beides nicht. Hier gibt es dann ein Einwand. Tolle Entwicklungen finden auch zukünftig statt. Neuere Aktien wie Amazon und Facebook hätten nun die gleichen Chancen. Bin ich nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Ja, ich bin mir eigentlich auch nicht so sicher, sonst hätte ich sie auch anders gestellt. Vielleicht kann derjenige, der hier gefragt hat, nochmal nachfragen oder nochmal konkretisieren. Und hier ist etwas, das verstehe ich auch nicht ganz. Bei Aktien-ETFs gäbe es eine Teilfreistellung in Höhe von 30%. Ja. Inwieweit sei das ein Argument für ETF, beziehungsweise inwieweit wirkt sich das auf eine Performance aus von dem ETF? Ja, ist eine gute Frage. Also Investmentfonds im Allgemeinen, also sogenannte Investmentfonds und ETFs sind ja auch nur eine Variante von sogenannten Investmentfonds. Der Fachbegriff ist UCITS-Fonds, die also Fonds, die zum Vertrieb an Privatanleger in der EU zugelassen sind und relativ scharf reguliert werden. Die werden in Deutschland, das wie gesagt gilt für alle Investmentfonds, nicht nur für ETFs, gibt seit Anfang 2018 diese sogenannte Teilfreistellung, die in der Frage zum Ausdruck kam. Bei reinen Aktienfonds, also nicht Anleihenfonds, nicht Mischfonds, gibt es eine Teilfreistellung von 30%. Mit anderen Worten, 30% der laufenden Erträge, also Dividenden, ja, ganz einfach, Dividenden. 30% der Dividenden, die in diesem Fonds oder ETF entstehen, die werden von der Besteuerung in Deutschland ausgenommen. 30% ausgenommen. Also nur 70% der Dividendenerträge unterliegen der Besteuerung. Die restlichen 30%. Auf Fondsebene, auf Ebene des Fonds. Genau. Und okay. Damit hat natürlich auch der Anleger im Endeffekt nur 70% der Dividendenerträge zu versteuern, weil er, nee, das im Endeffekt muss ich jetzt wieder streichen, aber es ist tatsächlich der, das soll so wirken, das wird eigentlich schon auf der, wenn die Depotstelle im Inland ist, also in Deutschland ist, wird es auch von der Bank so abgewickelt. Da braucht man sich nicht selber drum zu kümmern. 30% der Dividenden sind sozusagen steuerfrei. Warum ist das? Und das ist bei einzelnen Aktien nicht so. Aber hier wird einem trotzdem letztlich nichts geschenkt. Warum? Quellensteuern, klingt ein bisschen abstrakt und ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen, keine Sorge. Sogenannte Quellensteuern, die jedes Land erhebt, für Apple ist das natürlich die USA, auf Dividenden von amerikanischen Unternehmen, aber bei einem chinesischen Unternehmen, also Alibaba, das ist Google-Konkurrent von Google-Konkurrent in China, da wird die chinesische Staatsregierung, also Dividenden, die von dem heimischen Unternehmen an ausländische Aktionäre gezahlt werden, unterliegen einer Quellensteuer und die beträgt, machen wir jetzt nicht so kompliziert, wie es in der Realität ist, so ungefähr 25%. Und bis 2018 waren diese Quellensteuern in Deutschland für Fondsanleger anrechenbar. Das heißt also, ich habe sie gezahlt, aber ich konnte sie auf meine eigene Einkommensteuer anrechnen. Und dann wurde das dem Staat, also den Finanzbehörden in Deutschland so kompliziert, ist auch wirklich kompliziert von der technischen Abwicklung her. Und deswegen wurden pauschal 30% dieser Quellen, dieser Dividendenquellen, also sozusagen in Deutschland steuerfrei gestellt, aber dafür die Quellensteuer nicht mehr anrechenbar gemacht. Ja, also mit anderen Worten, vorher konnten Sie 25% Quellensteuer anrechnen. Das dürfen Sie jetzt nicht mehr. Aber dafür gibt es eine Teilfreistellung von 30%. Also klingt alles furchtbar kompliziert, bedeutet aber im Endeffekt, dass der Direktanleger und der Fondsanleger ungefähr gleichgestellt sind. Dann hier kam nochmal die Rückfrage zu der Frage von vorhin, die wir nicht so ganz verstanden haben. In der Ex-ante-Betrachtung von heute ist natürlich durchaus möglich, ist, dass sich so viele der neueren Aktien sich zu Superaktien entwickeln könnten.
Vielleicht an der Stelle nochmal der Hinweis, ganz gut, dass Sie ja eine Ex-Post-Betrachtung gemacht haben. Genau, ja. Ja. Genau, also wenn wir, ich meine, die ganze Finanzbranche besteht zu 90%, Entschuldigung, vielleicht sogar 95% aus Leuten, die Ihnen, den Privatanlegern, erzählen, dass diese Leute, ob das jetzt Finanzjournalisten sind oder Börsengurus oder Fondsgesellschaften, dass diese Leute Ihnen ein bisschen erklären können und prognostizieren können, was in der Zukunft geschieht. Ne? Tesla wird der, keine Ahnung, was Superstar-Aktie sein und in 10 Jahren sind alle deutschen Automobilhersteller pleite gegangen und so weiter. Und von Wirecard hieß es noch vor einem Jahr, das wird mal, die sind drauf und dran, SAP als die wichtigste deutsche Technologieaktie abzulösen und so weiter. Ne? Also es gibt 1000 Leute, die Ihnen erzählen, was in der Zukunft passieren könnte und oder sollte. Und ich behaupte, das ist alles Kaffeesatzleserei. Also kann niemand die Zukunft verlässlich genug prognostizieren. Also mit anderen Worten, man kann sie durch Glück richtig prognostizieren, denn zum Glück steht aber auch Pech in Folge, in Gestalt von falschen Prognosen gegenüber. Und deswegen haben wir halt die Wissenschaft, die das alles so ein bisschen aussortiert und aus der Tatsache, wie eine Aktie in den letzten 3, 4 Jahren gelaufen ist, können Sie halt nicht sehr viel herauslesen. Ne? Das ist auch so eine Warnung, die in meinen Büchern sehr, sehr umfassend dargestellt und begründet wird. Also weil eine Aktie in den letzten 3 Jahren gut gelaufen ist. Jetzt schauen Sie mal die rote Kurve von Apple an in unserem schönen Chart. Ne? Da gibt es überall Phasen von 1, 2, 3 Jahren, die steil nach oben gingen und danach ging es halt auch steil wieder nach unten. Ne? Und einer der größten Privatanlegerfehler ist, dass sie die Rendite einer Aktie und manchmal auch einer Assetklasse wie dem ganzen Aktienmarkt in der jüngeren Zeit, in der jüngeren Vergangenheit einfach sozusagen gerade linear in die Zukunft extrapolieren und sagen, ja, das ist ja in den letzten 3 Jahren gut gelaufen, das muss ja jetzt eigentlich auch weiter gut laufen. Bei Immobilien können wir das im Prinzip sehr gut sehen, ne? In den letzten 10 Jahren sind Wohnimmobilien in Deutschland sehr, sehr gut gelaufen als Assetklasse. Und jetzt weiß ja jeder, dass mit Immobilien, dass man mit Immobilien nur Geld verdienen kann und so weiter. Das ist selbstverständlich falsch. Es hat auch an den Immobilienmärkten ganz starke Einbrüche gegeben, Crashes vor 15 Jahren, 12 Jahren, der große Finanzkrise, die begann ja im Immobilienmarkt, nicht in Deutschland, aber im US- und britischen Immobilienmarkt. 50% Werteinbruch innerhalb von 2 Jahren ist völlig normal in angelsächsischen Ländern, ist schon vielfach vorgekommen. Und auch in Deutschland, nur geht es hier meistens dann viel langsamer nach unten. Und die jüngere Vergangenheit sagt halt nichts, gar nichts. Ne? Und darauf bitte nicht verlassen. Apropos Bücher, da gab es noch die Frage, ob Sie auch Webinare halten. Sie haben ja vielleicht einen schönen Moment, Werbung für Ihren Blog zu machen. Sie publizieren ja auf einer eigenen Website. Genau, ja. Also von mir gibt es und von meinen Kollegen auch, weiß nicht, 30, 40 YouTube-Videos zu allen möglichen Themen, die auch bei uns auf der Website alle verlinkt sind oder man kann die auch googeln. Webinare selber machen wir im Moment nicht. Das werden wir erst Ende dieses Jahres eventuell anfangen zu tun, aus Zeitgründen. Aber wie gesagt, YouTube-Videos gibt es in großer Zahl und auch Podcasts bei uns auf der Website. Danke dafür. Jetzt kommt hier eine ganze Reihe von Dankeschöns, auch für die wertvollen Anregungen. Guck mal, ob es noch eine Frage gibt, die wir jetzt hier aufnehmen können. Wenn, dann wäre das der Moment, sie zu stellen. Vielleicht ganz kurzer Hinweis auf die nächsten Themen währenddessen. Also am nächsten Montag machen wir ganz spannende Doppelkopfrunde, würde ich das mal nennen, mit einem fundamentalen Analysten und mit einem technischen, die eine kurze Einschätzung zum Gesamtmarkt geben. Und direkt danach haben wir 2 Folgen zum Thema Kryptowährung im Allgemeinen und Kryptowährung Bitcoins im Speziellen. Und jetzt gucke ich mal, ob hier noch eine Frage ist. Ja, hier einen Moment. Also ganz viel Danke und eine Frage
Werden Aktienrückkäufe in aktuellen Kurstiefen ausreichend genutzt, USA versus Deutschland im Vergleich? Ja, also Aktienrückkäufe sind ein sehr interessantes Phänomen. In den USA wird, also Aktienrückkauf ist eigentlich nichts, ist auch nur eine Methode wie Dividenden, um Cash auszuschütten an die, sozusagen an die, aus dem Unternehmen auszuschütten, so muss ich mal sagen. Bei Dividenden kriegt den Cash automatisch jeder Aktionär, er kann sich auch nicht dagegen wehren, ne? Wenn es eine Dividende gibt, gibt es halt eine Dividende, das beschließt das Unternehmen. Aktionär kann nicht Nein sagen. Wenn aber das Unternehmen sagt, und die Gründe dafür sind in typischer Weise steuerlicher Natur, in den USA vor allem, wir wollen den steuerlich optimalsten Weg finden, um Liquidität, die wir nicht im Unternehmen reinvestieren können, auszuschütten. Was ist der steuerlich günstigste Weg? Das ist vor allem in den USA sind es Aktienrückkäufe, partiell auch in Europa, je nach Steuersystem. Und in USA wird inzwischen oder seit vielen Jahren mehr Cash aus Unternehmen ausgeschüttet im Wege von Aktienrückkäufen als über Dividenden. Bei Dividenden, wie gesagt, muss jeder Aktionär mitmachen quasi, kann er nicht sich dagegen wehren. Und bei Aktienrückkäufen wird quasi ein bisschen komplizierterer Prozess. Bietet das Unternehmen in einem bestimmten Zeitfenster jedem Aktionär, der die Aktie hält, an, die Aktie zu kaufen zu einem bestimmten Wert. Das ist dann manchmal minimal ein bisschen über dem Kurswert und schließt dann auch sozusagen die Schwankung aus innerhalb dieses kurzen Zeitfensters. Und viele Aktionäre, die Cash wollen oder denken, ja, das ist ein guter Preis, die verkaufen dann auch, ne? Und auf die Art und Weise wird ja auch dann, kauft das Unternehmen seine eigenen Aktien zurück und schüttet, bezahlt das mit Cash, schüttet damit Cash aus. Aus der Sicht der Aktienkultur ist das völlig unbedenklich, obwohl sie häufig irgendwelchen Quatsch lesen, der sagt, Aktienrückkäufe wären schlecht für die Aktienkultur oder so oder irgendwie ein schlechtes Zeichen. Das ist Unsinn. Leute haben einfach nicht verstanden, wie Aktienrückkäufe wirklich funktionieren und was sie bewirken. Im Grunde genommen kann einem das egal sein. Also ich sehe, wenn Sie jemals eine Aktie halten, bei der es ein Aktienrückkaufprogramm gibt, in Deutschland ist nicht so häufig der Fall, aber kommt auch vor, dann können Sie sich überlegen, ob Sie daran teilnehmen wollen als Aktionär oder nicht. Kein Nachteil. Jetzt gibt es hier noch ganz viele, vielen, vielen Dank von allen Teilnehmern an Sie und auch von uns. Ein ganz großes Dankeschön für Ihre Zeit und für Ihr Know-how, das Sie mit uns geteilt haben, von Fabian Lindner, von Antonia Schable und von mir, von Börse at Home. Und ich wünsche allen Teilnehmern, auch danke an die vielen Teilnehmer für die rege, die Fragen, die hier gestellt worden sind. Und dann bleibt zum abschließenden Schlusswort an Sie. Ihnen auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, alle Teilnehmer und natürlich auch an Börse at Home, das Team um Frau Vogt. Also wichtig ist, dass man nicht am Seiten, zum Schluss vielleicht noch das Wort zum Sonntag von mir, Entschuldigung, nicht am Seitenrand eben, am Spielfeldrand des Aktienmarktes für 10, 20, 30 Jahre, wie die meisten Deutschen, stehen bleibt, sondern das Spiel kann man nur gewinnen, wenn man mitspielt. Aber man sollte natürlich auch gleichzeitig so sinnvolles Risikomanagement wie heute besprochen praktizieren. Hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank und alles Gute an alle. Ja, also bis dann. Danke. Tschüss.